Hallo Traders, Alexandros hier. In diesem Video möchte ich das Thema Braucht man Talent als Trader expandieren? Ich bekomme oft, wenn ich sage, dass ich ein Trader bin, Rückmeldungen wie Du bist sicher sehr gut in Mathe oder auch Du bist sicher talentiert im Trading. In meinem Werdegang als Trader und die Trader, die ich kennengelernt habe, die erfolgreich sind, habe ich bemerkt, dass die erfolgreichen Trader nicht talentiert gewesen sind. Das sind nicht Trader gewesen, die einfach den Bildschirm ansehen und einfach rausinterpretieren, was sie traden werden. Die Trader, die das gemacht haben, sind nicht lange dabei gewesen, also die hatten eher eine kurze Karriere. Im Kontrast halt zu den Tradern, die länger dabei sind, profitabel geworden sind, im Markt gut überleben. Diese zeigen ganz andere Qualitäten als Talent. Ich wollte also die wichtigsten Qualitäten auflisten oder Eigenschaften, die eine Person braucht, um ein erfolgreicher Trader zu sein. Beginnen wir. Eines ist die Arbeitsethik. Es ist vom Vorteil, wenn du in der Lage bist, viel zu arbeiten. Wenn du ein Trader bist, musst du es eventuell nicht mehr so viel machen. Aber bis du einer wirst, dann musst du sehr viel lernen und sehr viel probieren. Du musst das Verständnis entwickeln. Das hat mit viel Arbeit zu tun. Einer meiner Mentoren oder Personen, die mir geholfen haben, auf Trader zu werden, er meinte, ein Zahnarzt kann nicht Teilzeit studieren. Aber wenn er ein Zahnarzt ist, dann kann er Teilzeit arbeiten. So ist es als Trader auch der Fall für uns. Es ist viel Arbeit, um einer zu werden. Daher ist es gut, wenn man eine gute Arbeitsethik hat. Ich hatte sie nicht und das ist einer der Punkte, wieso ich wirklich länger gebraucht habe. Ich musste lernen, eine Arbeitsethik zu entwickeln. Die Disziplin, die man braucht. Jetzt, wo ich diese habe, ich profitiere davon auch in anderen Bereichen, nicht nur im Trading. Der nächste Punkt. Es ist auch wichtig, dass man eine richtige Einstellung hat. Im Trading ist es so, dass wenn wir live traden oder neue Systeme entwickeln, sind wir oft mit Situationen konfrontiert, die unangenehm sind. Wenn jetzt zum Beispiel im Live-Traden, dann haben wir viele Verluste nacheinander, das kann natürlich auch passieren. Da der Markt gerade einfach in einer Phase ist, wo unser Trading-System nicht die Eigenschaften des Marktes ausnutzen kann. Das kann uns wirklich unangenehme Gefühle geben, da wir Geld verlieren. Oder auch Vertrauen in unsere Strategie verlieren. Genauso beim Entwickeln, wenn wir neue Strategien entwickeln. Oft versuchen wir viele Ansätze und wir sehen, dass wir keine Resultate bekommen. Das kann natürlich sehr frustrierend sein. Wenn dann die Zeit vergeht, die Tage vergehen und wir sehen, dass nichts rauskommt, da kann es vom Vorteil sein, eine positive Einstellung zu haben, um die Situationen ganz anders zu betrachten. Wenn wir jetzt zurückgehen im Falle von Trading, wenn die Verluste kommen, das können wir auch positiv betrachten. Das geht, ja. Weil wenn unser System funktioniert, nach Verlusten kommen Gewinne. Wenn wir es betrachten, ist es immer so gewesen. Deswegen sagen manche Traders auch, lerne dein System zu lieben. Im Falle von Systementwickeln können wir uns notieren, was nicht funktioniert hat. Wir können davon lernen und feststellen, dass was wir dort probiert haben, funktioniert nicht. Wir versuchen einen ganz anderen Ansatz. Also sind wir einen Schritt näher, einen Ansatz zu finden, der funktionieren kann. Eine andere Eigenschaft ist Offenheit und Sturheit. Wie offen sind wir, neue Ideen zu probieren? Oder wie stur sind wir und halten ein Alter fest? Ein Kind, das einen Quadratklotz nimmt und versucht, dies in einen Kreis reinzugeben, wird wenig Erfolg dabei haben. Genau wie ein Trader, der versucht, ein System zu erzwingen, einen Markt, das überhaupt nicht das ausnutzen kann. Es ist ein großer Vorteil, offen zu sein, und einfach zu experimentieren, was funktionieren kann. Jetzt kommt noch ein anderer Punkt, die Leidenschaft. Wenn du es nicht liebst, was du machst, wie lange denkst du, das wirst du durchhalten? Wie lange wirst du durchhalten, wenn du ein oder mehr schlechte Monate hast im Trading? Wie lange wirst du durchhalten, wenn du Zweifel hast? Wie lange wirst du die Disziplin aufweisen und die positive Einstellung, wenn du keine Leidenschaft hast auf das, was du machst? Leidenschaft ist ein sehr wichtiger Punkt, weil die Leidenschaft kann ein Hauptmotivator sein, um durchzuhalten und weiterzumachen. Leidenschaft hilft uns, eine Vision über uns selber zu erschaffen. Eine Vision, die das erreicht, was wir erreichen wollen. Ohne Leidenschaft wirkt alles wie eine Hürde und wirkt trocken. Ich hatte zum Beispiel 40 Kilo mehr, vor Jahren hatte ich 40 Kilo mehr. Wenn ich nicht mit Leidenschaft dabei wäre, würde ich nicht durchhalten, diese Veränderung durchzugehen, weil die Leidenschaft hilft uns, auf unsere Motivationen zu konzentrieren.
In meinem Fall ist es eine andere Version von meinem Ich gewesen. Ein anderes Bild und andere Standards, die ich von mir verlangt habe. Genauso beim Train. Da habe ich eine Vorstellung von einem Bild von mir, was ich von mir erwarte und was ich erzielen will. Leidenschaft hilft mir oft, den Fokus auf das Wesentliche zu lenken und Entscheidungen zu treffen, auf was relevant ist, um dieses Ziel zu erreichen. Wichtig ist auch die Lernfähigkeit. Sind wir als Trader in der Lage, einfach unsere Resultate zu akzeptieren und zu lernen? Egal wo, im Live-Handel oder im Entwickeln. Wenn wir das sind, können wir immer davon profitieren und neue Ansätze entwickeln. Wir müssen offen sein, alles, wirklich alles als Feedback anzunehmen und davon zu lernen. Oder auch unser Wissen zu expandieren mit neuen Ideen, die wir probieren können. Wir können das nicht, nein, wir sollten es können. Viele können das nicht. Und es gibt verschiedene Gründe, wieso. Aber wenn wir in der Lage sind, darauf zu achten, werden wir davon enorm profitieren. Sowohl im Trading als auch im Leben. Und ein letzter Punkt, das ist die Vorbereitung. Wir können vorbereitet sein, egal was kommt. Es gibt ja eine schöne Geschichte mit der Ameise, die sich den ganzen Sommer auf den Winter vorbereitet, während die Grille im Kontrast die ganze Zeit einfach den Sommer genießt. Wir wissen, wie die Geschichte endet. Wir als Trader können uns auch vorbereiten. Wir können Systeme entwickeln, die verschiedene Situationen ausnutzen, die andere als Krise empfinden. Wie machen wir das? Wir identifizieren, was dahinter steckt und nutzen es einfach aus. Zum Beispiel, ein System, das Volatilität ausnutzt, kann eine Krise gut ausnutzen. Daher wird das, was für den einen eine Krise ist, für den anderen eine Chance. Es ist nur eine Frage der Vorbereitung. Auf was hast du dich vorbereitet und wie gehst du damit um? Es ist nicht, was passiert, sondern eher, wie wir damit umgehen. Und der wesentliche Faktor ist das Umsetzen. Wie oft wissen Leute, was richtig ist oder wie etwas funktioniert und setzen es aber nicht um? Oder wie oft denken Menschen, dass sie noch mehr lernen müssen, damit sie was umsetzen? Eine Überanalyse, die zu einer Paralyse führt, weil sie wirklich zu viel wissen und Angst haben, Fehler zu machen. Sie überdenken einfach alles. Der Schlüssel ist einfach umsetzen und wir sehen schon von alleine, was richtig ist und was nicht. Wir haben oft genug Informationen, um einfach etwas umzusetzen. Der Mehrwert liegt sowieso am Experimentieren und am Lernen von den Fehlern, die wir dadurch kreieren. Wir müssen oft eine Linie ziehen und einfach Ideen umsetzen. Wir sollen zeiteffizient arbeiten und uns erlauben, Fehler zu machen. Das können wir aber nur, wenn wir umsetzen und nicht in einer Komfortzone des Analysieren bleiben. Also, ab wann wissen wir genug? Der Mehrwert ist immer bei der Umsetzung. Wenn wir das jetzt alles zusammenfassen. Wir haben die Arbeitsethik erwähnt, da ohne diese werden wir nie konsistent dahinter bleiben. Wir haben über die Einstellung gesprochen, da diese unsere Interpretation der Situation beeinflussen wird. Da wir produktiv sein wollen, sollen wir positiv sein und das Positive sehen. Die Offenheit für Neues in Kombination mit Lernfähigkeit und nicht stur an Konzepte arbeiten, nur weil wir die als Wahrheit ansehen wollen. Erinnert euch, nur weil uns eine Idee von A nach B gebracht hat, heißt es nicht, dass diese uns auch von B nach C bringt. Daher sollten wir offen sein für neue Ideen und nicht an alte halten. Die Leidenschaft habe ich erwähnt, da ohne diese verlieren wir den Fokus und Motivation, überhaupt dahinter zu bleiben. Sodass, wenn eine schwere Zeit kommen wird, wir nicht nachlassen. Die Vorbereitung, sodass wir auf verschiedene Situationen, die uns entgegenkommen, vorbereitet sind. Es ist nicht relevant, was passiert, sondern das, was relevant ist, ist, wie wir damit umgehen. Also eigentlich stoisch. Und schlussendlich das Umsetzen. Es sollte mehr Umsetzen sein als Theorie. Theorie ist wichtig, aber Umsetzen ist genauso wichtig und wichtiger. Wir verstehen alles schneller und besser durch das Umsetzen. Alle diese Eigenschaften haben eines gemeinsam. Alles sind in unserer Kontrolle. Das ist kein Talent. Es kann unsere eigene Entscheidung sein, wie wir alle diese Eigenschaften einsetzen und handhaben. Das macht dann einen erfolgreichen Trader aus. Aber nicht nur Trader, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Das sind Menschen, die alles, was ich aufgelistet habe, kontrollieren, damit sie das erzwingen, was sie verlangen. Daher denke ich, Talent ist überbewertet im Trading.
Wenn man jetzt ein systematischer oder algorithmischer Trader werden will, da braucht man überhaupt kein Talent. Die Punkte, die ich aufgezählt habe, die sind genug, und das sind alles Eigenschaften, die jeder haben kann. Was denkst du, sind noch Eigenschaften, die ein Trader haben sollte? Oder denkst du, dass etwas, was ich erwähnt habe, überflüssig ist? Du kannst gerne unten kommentieren und mir Bescheid geben, was du denkst. Oder du kannst mir auch gerne bei den Kommentaren mitteilen, was du gerne sehen möchtest. Falls dir das Video gefallen hat, klicke auf den Daumen hoch und abonniere den Kanal. Somit verpasst du nicht das nächste Video, was wir rausbringen werden. Vielen Dank für das Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.